Mann, du bist aber hoch hinaus, Kai. So. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen und aus besonderem Anlass grüße ich auch meine Besuchergruppe im Paul-Löbe-Haus beim Public Viewing. Kommen wir zur Sache. Die Verhandlungs- und Koalitionsvertrag haben so manches, haben vieles Gutes hervorgebracht. Eins davon ist auf jeden Fall der große Schwerpunkt für Bildung und Forschung. Heute wurde mir ehrlich gesagt viel über Bildung gesprochen, leider ein bisschen wenig über Forschung. Aber letzten Endes gehören diese beiden Dinge ganz unmittelbar zueinander. Am Anfang der Forschung steht immer die Neugier. Diese müssen wir durch gute Bildung beflügeln. Eine gute Ausbildung ist der Grundstein für den Einstieg in ein gutes Arbeitsleben, ohne Frage. Wie nicht zuletzt in der Aussprache zum Berufsbildungsbericht im vergangenen Jahr festgestellt wurde, ist in Deutschland bereits vieles Gutes in diese Richtung passiert, aber wir müssen uns weiter verbessern. Ein Rückgang der Ausbildungsbetriebsquote, ein Rückgang der Beteiligung von Frauen an einer dualen Ausbildung und ein Anstieg von Menschen ohne Berufsausbildung im Alter von 20 bis 34 Jahren kann uns nicht zufriedenstellen und darf es nicht. Wir investieren in Bildung und Forschung so viel wie nie zuvor. Das zeigt der Anstieg des Haushalts im Ministerium für Bildung und Forschung gerade in den letzten Jahren um insgesamt 10 Millionen auf mittlerweile 17 Milliarden Euro, um Gottes Willen um 3 Nullen vom Tag. Auch die gestiegenen Investitionen in den anderen Haushalten der Ressorts, wie zum Beispiel für die betriebliche Weiterbildung um 15% im Haushalt Arbeit und Soziales oder auch bei den Kindertageseinrichtungen um 37,7%, zeigt deutlich den Fokus für Bildung in Deutschland. Hier wollen wir weiter ansetzen und dieses weiter ausbauen. Denn Philipp Rosenthal, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Daher wollen wir in den nächsten Jahren eine Stärkung und Modernisierung der beruflichen Bildung und der Weiterbildung erreichen. Uns ist eine berufliche Bildung genauso wichtig wie eine akademische Ausbildung. Und ich möchte vor allen Dingen eins. Wir machen viele von uns Veranstaltungen zu eben diesem Thema. Ich habe mir als Experimentalphysiker den Spaß gemacht, in nahezu jeder einmal nachzufragen, Finger hoch, wer von den Anwesenden für die berufliche Bildung Streitenden hat ein Kind in eben dieser dualen Ausbildung. Und dann kommt, hervorragend, Manfred, super. Aber es ist meistens halt nur, dass nur wenige Finger hochgehen. Und das darf und kann nicht sein, das muss sich in Zukunft deutlich verbessern. Neben dem Berufsbildungspakt zur Stärkung der beruflichen Bildung und der Berufsschulen sehen wir unter anderem auch einen Schwerpunkt bei der Berufsausbildung und der damit verbundenen Verbesserung beim Aufstiegs-BAföG. Wir Bildungspolitiker in der CDU-CSU-Fraktion wollen diesen hochwertigen beruflichen Bildungsweg ausbauen, weiterentwickeln und vor allen Dingen in der Öffentlichkeit zu einer besseren Wirkungskraft verhelfen, als er momentan leider hat. Unabdingbar hierfür ist auch die schnelle und konsequente Investitionsoffensive im Schulbereich zur Verbesserung der Bildung. Dazu gehört der Digitalpakt Schulen. Das wurde hier schon angesprochen. Hier möchten wir ein gemeinsames Arbeiten. Und das ist wichtig, lieber Kai Gehring, dass Bund und Länder hier dieses gemeinsam tun. Das ist wichtig. Und wenn der Bund mehr tut, dann dürfen die Länder an dieser Stelle dem nicht nachstehen. Das ist wichtig. Hier möchten wir, dass Kinder und Schüler und Auszubildende besser für die digitale Welt vorzubereiten sind und das Lernen vor allen Dingen modernisieren. Es hilft nicht, wenn die iPads einfach nur die Transformation analog zu Lesenden in digital zu Lesenden sind. Es muss eine neue Form des Lernens etabliert werden. Wir haben mit einem Volumen von 5 Milliarden und in dieser Legislatur 3,5 Milliarden, was nicht wenig ist, ausgewiesen und wollen damit den entsprechenden Grundstein dafür legen. In Bezug auf die akademische Ausbildung wollen wir nicht zuletzt auch einen besonderen Fokus auf die Fachhochschulen legen, etwa durch den Ausbau von Projektförderungen des Bundes, durch die Stärkung des Transfers, sehr wichtig, Fachhochschulen sind ganz wichtige regionale Innovationsförderer, und durch die Verbesserung von Karrierewegen bis hin zur Fachhochschulprofessur. Dieses muss stärker etabliert werden. Wo wollen wir in der Forschung in den nächsten 4 Jahren hin? Uns als Forschungspolitiker ist es wichtig, dass der Anstieg der Forschungs- und Innovationsinvestitionen auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland stattfindet.
Das ist unser Ziel in den nächsten Jahren, und wir haben uns hier viel vorgenommen. Denn den Schwerpunkt der steuerlichen Forschungsförderung in den Fokus zu nehmen, ist Absicht der Koalitionäre, dieses zu erreichen. Wir wollen die Weiterentwicklung der Hightech-Strategie, die Digitalisierung, die Förderung von Sprunginnovationen vorantreiben und nicht zuletzt auch im Bereich der Gesundheitsforschung viele wichtige Dinge in den Fokus nehmen. Aber bei all dem Thema mit Sprunginnovation und dem Verliebtsein in Sprünge möchte ich ganz klar sagen, viele Schritte ergeben auch einen Sprung. Also bitte die Schritte nicht immer so da hinten anstellen. Die Versorgungsforschung, die Medizininformatik und E-Health-Lösungen als auch unser Engagement in der Forschung für eine globale Gesundheit gilt es weiter zu stärken. Dabei steht bei aller Erkenntnissen der Forschung die Translation und der Transfer als elementarer Punkt im Vordergrund. Wir leben in Deutschland in einem Chancen- und Innovationsland. Wir müssen uns jedoch immer wieder den Herausforderungen einer sich stets verändernden Welt stellen. Mit den Bildungs- und Forschungszielen des Koalitionsvertrages sind wir gut aufgestellt, diese Zukunft zu gestalten, wenn wir weiter zu den Innovationsführern weltweit zählen wollen und wenn wir weiterhin zu einem Vorbild der beruflichen Bildung ebenso zählen wollen. Dann müssen wir weiter dranbleiben an Bildung und Forschung gleichermaßen. Und ich schließe mit dem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe: Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. In diesem Sinne voran. Damit erteile ich das Wort der Kollegin Nicole Höchst, AfD.